Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dwarf Fortress. Ich habe unsere Migranten von letztes Mal ein bisschen umbenannt, 3-4 Warriors darunter noch unter unseren Haulern noch rausgesucht und denen auch Namen gegeben. Einmal haben wir den Nick Conrad, auch bekannt als Dale, hier mal jetzt als männliche Version, so ein bisschen als Ausgleich zu den Jahren als Frau. Dann habe ich noch so ein bisschen, werden wir bestimmt gleich im Armee-Bildschirm sehen. Auf jeden Fall haben wir auch noch einen neuen Weaver dabei und noch einen neuen Miner. Das wird halt hier die Buddelei ein bisschen beschleunigen, hoffe ich. Und die bringen halt auch ihre eigene Pickaxe bei, deswegen habe ich gedacht, okay, komm. Warum nicht? Die trainieren so schnell, da ist eigentlich, können wir da ruhig ein bisschen was machen. So, wir müssen Marlin hier noch hinschaffen, das habe ich letztes Mal gar nicht angeordnet. Also, bitteschön, Frau Gouverneurin, einmal zum Handelsposten. Und jetzt gehe ich direkt in den Militärscreen und fülle unsere letzten 5 Plätze mit Kriegern, nämlich dem Ragnar, Kumpel von mir, Kulturgut LP, ein anderer Let's Player, dann haben wir den Nick Conrad, wie schon erwähnt, und die restlichen, da habe ich einfach Namen genommen, die mir so zu Kriegern gut passten, nämlich Asterix und Obelix. Und hier haben wir einen vollständigen Trupp. Ist das nicht der Hammer? Mit den Uniformen habe ich mich jetzt noch nicht beschäftigt. Die wollte ich aber zumindest schon mal, glaube ich. Oh ne, das machen wir nächstes Mal dann. Also ich habe keine Pause gemacht zwischen der letzten und dieser Aufnahme. Denn das mit den Handeln, das wollte ich noch eben mitmachen. Also konnte ich da auch noch nicht nachgucken. Aber ist auch noch nicht so dringend. Denn wir haben noch nicht mal Snatcher gehabt. Also es dauert wohl noch ein bisschen. So, was? Stimmt, ich wollte gucken, welche Tiere waren jetzt dabei? Ich glaube, wir haben nämlich ein Katzenproblem. Ganz genau, wir haben ein Kätzchen, ein männliches und ein weibliches. Das heißt, wir haben ab jetzt regelmäßig was zu tun. Denn ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, Katzen haben 2 sehr schlechte Eigenschaften. Erstmal vermehren die sich ziemlich gut, was zu einer sogenannten Catplosion führen kann. Ein bekanntes Phänomen in der Dwarf Fortress Welt. Dann hat man nämlich alles voller Katzen, die einem das Futter wegfressen. Deswegen halten wir auch unsere Hunde möglichst unter Kontrolle. Und der größere Nachteil ist eigentlich, dass Katzen die einzigen Tiere halt sind, die sich ihren Besitzer selber aussuchen können. Das heißt, sie werden zwangsläufig irgendwann Haustiere. Und Haustiere haben halt immer den Nachteil, dass Zwerge da leicht unglücklich durch werden. So, wir hatten letztes Mal ein paar Betten gemacht. Wie weit sind die hier an? Kam schon die Nachricht? Ich habe es jetzt gar nicht drauf geachtet. Ja, wir können handeln. Dann machen wir das doch. Ich hau immer von uns einfach alles rein, damit wir wissen, wie viel wir ausgeben können. Ah, stopp. Die brauche ich ja nicht extra. Finde ich gut. Boah, da ist aber schon ordentlich jetzt Wert drin. Ich hoffe, ich übersehe keine Kiste. Das ist nur ein Bin. Ja, was soll's. Obwohl, ne, einen leeren Bin. Die verkaufen wir nicht. Das wäre, glaube ich, ein bisschen Verschwendung. So, noch eine Kiste mit fertigen Krams und noch eine Kiste mit fertigen Krams und noch ein... Uiuiui. Bei 20.000 sind wir schon. Und es steigt. Da müssen wir mal gucken, ob wir überhaupt alles brauchen. Geh nochmal durch, bin sicher. Hier hören die Kisten auf. Packen wir das nochmal eben rein. Obwohl, wir wollen ja auch einen guten. Und den Schrott wollen wir sowieso. Und einen guten Profit. So, 30.000. Heißt, wir können für 50.000 einkaufen. Stahlbarren genommen. Charcoal haben wir, nehmen wir auch. Silber, Stahl, Coke, Silber. Okay. Da lohnt es sich aber auch. Da kriegen wir, glaube ich, schwarzes Bronze. Weiß ich gar nicht, was das ist. Native Goldblöcke. Die machen wir selber, sobald wir was finden. Wenn wir was finden. Ich nehme mal ein bisschen davon mit. Weiß gar nicht, ob die Clay separat anfordern können. Aber ist auch nicht so wichtig. Die Silberflasche können wir einschmelzen. Boah, im Käfig. Lecker. Aber da warten wir noch nicht. Eine Henne, die nehme ich. Die müssen wir gleich rauslassen, darf ich nicht vergessen. Ich glaube, ich habe letztes Mal schon Tiere gekauft, die nicht rausgelassen, oder? Ich hoffe, die werden gefüttert. Rum, Ale. Da ist immer schön ein Barrel bei diesen. Oh, hier gibt es sogar ein Barrel an sich.
bei den Getränken. Das Steel Pick, die können wir auch klein machen. Ich nehme mal hier die billigen Eimer mit, falls wir mal einen Brunnen bauen. Also wir werden ja sicherlich irgendwann mal einen Brunnen bauen. Noch ein bisschen Stahl und Silber. Gleich mal auch drauf achten. Oh, ein Mail-Shirt. Das dürfen wir nicht einschmelzen. Das wollen wir tragen. Und Low-Boots, die schmelzen wir ein, denn da tragen wir lieber High-Boots. Die schützen ein bisschen mehr. Aber die sind auf jeden Fall auf Stil und die nehmen wir auch mit. Stahlschild klingt gerade ziemlich teuer mit 2000. Das lasse ich nochmal. Buckler. Na, Buckler weiß ich nicht. Aber eine Cap können wir mitnehmen. Helme. Gauntlets. Oh, hier haben wir ganz viel. Das wird aber auch jetzt ziemlich teuer. Ich wollte ja auf jeden Fall auch noch ein paar Seeds kaufen. Dein Pigtail Seeds Bag, genau, die brauchen wir auf jeden Fall. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Dimple Cup Spawn. Ich nehme auch eins von den anderen mit. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel wir davon noch haben. Sweet Pots können wir auch mitnehmen. Ah, da sind jetzt aber ordentlich Pigtail Seeds dabei. Das ist ja schön. Dann brauchen wir uns da keine Sorgen mehr machen. Dann können wir vielleicht da sogar noch ein zweites Feld machen und dann groß in die Kleidungsproduktion einsteigen. Ein bisschen Leder nehme ich nochmal mit, ein bisschen Clothes. Können wir ein paar Crafts noch machen. Das steigert dann den Wert. Haben wir ein bisschen was wir nachher mit den Elfen handeln können. Und dann gehe ich mal eben durch. Was kommt denn noch? Bronzebolzen. Stahlbolzen. Ich weiß nicht, was bei den Bolzen rauskommt. Ich nehme sie trotzdem mal mit. Aber die recht teuer sind. Ich hoffe, es lohnt sich dann auch. Den Anvil können wir mitnehmen. Oh, und schön ein bisschen. Ah, Wolf, genau. Alles vom Wolf nehmen wir mit. Das sollte ja auch noch locker drin sein, ja. Jene ist auch Wolf, oder? Naja, fast. Wolverine ist, glaube ich, auch nicht ganz Wolf. Er muss sogar schon fertig ist. Wolf. Boah, wir haben ordentlich dabei. Ich nehme auch noch mal ein bisschen Fisch mit. Den hatten wir am Anfang auch. Da können wir noch mal ganz viel Essen rausmachen. So, Plumpelmes brauchen wir nicht. Pigtail Fiber Thread, der kostet nicht viel. Den können wir auch noch. Also die billigen nehme ich mal mit. 50, nicht unbedingt. Seagreaves, super. Gekauft. Oh, richtig Shopping-Tour hier. Ein bisschen Käse. Und dann haben wir es, glaube ich. Schaf, nehme ich hier noch einen Schafkäse mit. Dann haben wir, glaube ich, auch noch gut Profit für die. Ich könnte mal die Splints ein paar mitnehmen. Den brauchen wir die nicht selber bauen. Wir brauchen demnächst ja auch mal ein Krankenhaus. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel wir brauchen, aber ich glaube 5 passt. Und 2 Crutch-Swans, glaube ich. Eine Nestbox. Na, die haben wir selber gebaut. Ein Wheelbarrow können wir noch einstecken. Und hier ist noch ein Steel Minecart. Die können wir auch einschmelzen. So, dann können wir noch mal eben zu den Gauntlets springen. Wo waren die? Stahlschild. Oh ne, Moment. Was war denn da so teuer? Irgendwo verguckt. Ah, die Minecart, die ist sehr teuer. Dann, doch nicht. wir können es auch so lassen, dann ist der Händler schön zufrieden. Ja, ich glaube, ich lasse das so. Wir haben ja alles, was wir brauchen, außer die paar Rüstungsteile, aber die wollen wir uns ja eh selber machen demnächst. Ich hoffe, wir finden noch was für die Stahlproduktion. Flagstone haben wir ja schon. Da brauchen wir, glaube ich, noch Pick Iron. Normales Eisen. Bin ich mir jetzt aber gerade nicht sicher. Muss ich auch nochmal nachgucken. So, die Händler sind sehr zufrieden. Wir könnten noch... Ich schaue mal eben, ob schon alles da ist von den Crafts. Ich wollte nämlich eventuell noch ein kleines Geschenkchen mitgeben. Nicht, dass ich gern schleimen würde, aber so ein Ring und eine Krone und ein Amulett für unseren... König wäre doch noch schön. Ich hoffe, dass die Marlin bleibt noch lange genug da.
Aber wir haben es eh, und bis sie das nächste Mal kommen, da fällt mir ein, ich mache mal direkt ein paar Crafts. Haben wir sowieso wieder neue. Da können wir ruhig ein bisschen schleimen. So, müsst ihr jetzt sofort da sein. Ach so, die anderen, die holen schon das Zeug. Aber jetzt kann ich gar nicht das so schön sehen. Ich gucke einfach mal rein und ja, da sind die Sachen. Das. Ein Amulett, eine Krone, alles aus Quarz. Sehr schön, gute Qualität. Da wird sich bestimmt der liebe König Imostir oder wie der heißt, Imostodir freuen. Okay, das wäre erledigt. Marlin noch wegschicken. Dale hat schon wieder einen Masterpreis gemacht. Ein Masterpreis in der Bettproduktion. Das stellen wir direkt hier unten auf. Wobei ich gar nicht weiß, ob die Zwerge was gegen Schlafsäle haben. Aber ich glaube, so als Armeezwerg ist das nicht so wichtig. Na, wo ist es denn? War wohl doch kein Bett, schade. Aber wir haben ja trotzdem noch ganz gute Betten. Setze ich mal zwei da rein noch. Dürfen halt nicht mehr als drei gleichzeitig schlafen. Dimple Cup Spawns kommen später. Hier müssen wir noch Betten reinsetzen. Ich gucke nochmal ganz schnell rein, ob da nicht doch ein... Ah doch, da ist es, das Alderbett. Das kommt noch nach oben. Wir müssen hier doch nochmal die Schlafsäle erweitern, glaube ich. Zumindest für den einen Trupp. Ein Alderbett mit ausgehöhltem Sternchen. So, der Rest. Dann hier rein. In die fertigen Zimmer schon. Da war kein schlechtes bei, die können wir einfach hier reinhauen. Darf ich noch nicht vergessen, die gleich auch zuzuteilen. Wir brauchen ja auch mittlerweile, ich muss das hier sowieso dann nochmal zu Ende malen, zwischendurch. Denn wir haben ja jetzt auch 64 Zwerge. Ich glaube, ich hatte nur... Ich weiß gar nicht mehr genau, wie viel ich hatte, aber ich glaube irgendwie um die knapp 60 Plätze. Dann brauchen wir aber auch noch Betten. Na, jetzt gehe ich immer eigentlich weit genug. Ui, da sind aber ordentlich Betten schon fertig. So, dann warten wir eben, bis die aufgestellt sind. Habe ich die hier zugeteilt? Nein. Da ist ein Zimmer, da ist ein Zimmer. Die sind schon. Noch ein Zimmer und noch ein Zimmer. Okay. So, sind die Zimmer hier Teil von der Baracke? Das muss ich nochmal eben kontrollieren. Ja, die sind zum Teil von der Baracke, die anderen noch nicht. Resizen wir das mal eben. Oh, geht das nicht, weil da Türen sind? Oh oh. Warum? Oh. Ja, blöd. Dann müssen wir die Tür mal eben wegmachen. Ich dachte, das würde trotz Türen gehen. Aber wir brauchen schon Türen inne. Die behindern einen nur bei der schnellen Armee-Reaktion. So, da schauen wir mal. Was wollen die denn? Crossbows, Metal Bars. Wir könnten denen unsere Kupferbarren nächstes Mal schön verkaufen. Crossbows weiß ich nicht. Können wir vielleicht mal übungsweise herstellen, wenn Anna mal einen Monat frei hat. Munition, Knochenbolzen. Dann brauchen sie Musikinstrumente sehr stark und Seeds. Ja, Musikinstrumente können sie haben. JM, Instrument, ganz tolle Steinmusikinstrumente. So viele wollte. Und... Sollen wir ein paar Knochen zu Bolzen machen und die verticken? Das überlege ich mir noch, je nachdem wie viel wir noch schlachten bis zum nächsten Mal. Dann müssen wir... Hier sammelt sich nämlich jetzt das Fleisch. Da machen wir richtig leckere Mahlzeiten. Richtig große, tolle. Wir haben jetzt so viel Zeug. Und braun können wir... Ah, da sammeln wir noch ein bisschen. So viele Pflanzen stehen da ja noch nicht rum. Wobei mir gerade auffällt, dass ich auch hier nochmal einen Weg freimachen könnte. So. Okay, da kommen neue Knochen. Hier ist alles voller Betten noch. Zwei sind da schon wieder drin. Floodgates haben wir da auch noch einige liegen. Ich habe hier oben schon länger nicht geguckt. Warum geht es hier eigentlich nicht weiter? Ist das suspended? Ich habe ein bisschen das Gefühl, das läuft nicht. Ne, Construction inaktiv. Masonry. Ach, das gilt für die anderen auch. Da kommt man aber hin. Wir haben da jetzt vier, sogar fünf Miner, glaube ich. Das sollte doch langsam kommen.
So, dann musste ich gleich mal eben gucken, was. Oder mache ich einfach so noch einen Farmplot mit Pigtails? Man muss da ein bisschen vorsichtig sein. Man könnte natürlich hier alles voller Farmen hauen, aber man hat leider, man bekommt schnell das Problem, dass die Sachen dann nicht abgebaut, also rechtzeitig gepflückt werden und dann gehen die auch drauf. Aber ich wage mich einfach noch mal hier. Also dann gehen die Sachen kaputt und dann hat man da gar nichts von, auch keinen Seed mehr, glaube ich zumindest. Und ich werde einfach noch mal einen kleinen Pigtail hier hinsetzen. Und ich glaube, obwohl einen zweiten Farmers Workshop ist wahrscheinlich übertrieben. Die haben wir sowieso im Moment noch verboten, die Pigtails. Ich mache noch mal ein paar weg. Schau aber sicherheitshalber noch mal eben rein, wie viel wir haben. Aber inzwischen müssten wir da ja zumindest Seeds ganz schön viel haben. Pigtails 20 Stück. Pigtails Seeds 80 Stück. Plump Helmet Spawns. Machen wir denn? Dwarven Wine haben wir 500. Plump Helmets nur 122. Dann mache ich da auch nochmal ein kleines. Wobei die kriegen ja schon jetzt im Winter verstärkt Nachschub. Ach, sogar ein Pilzchen fertig. So, der Plot ist sogar schon fertig gebaut. Boah, die sind so fix. Dann mache ich hier einfach in den beiden Monaten, in denen wir keine Pigtails ansammeln können, anpflanzen können, Plump Helmets. Da haben wir, glaube ich, einen guten Kompromiss zwischen beides. Und da ist das Hühnchen. Ei, wie. Ich glaube, ich muss den Käfig. Moment, ich teste mal eben, wie das mit den Tieren aus dem Käfig ging, ob man die so da rausholen kann. Ja, das geht. So, dann. Aber die Händler hauen wieder ab. Sehr schön. Alles gut geklappt. Und das Hühnchen wurde freigelassen. Sehr schön. Und da wird auch weiter gebaut. Noch schöner. Heute ist ein schöner Tag zum Buddeln hier in Dwarfortus. Ach, schaut mal, das da ist auch fertig. Dann gebe ich mal eben Bienenstöcke in Auftrag. Die heißen Hive. Da kann man aus ganz vielen unterschiedlichen Materialien Hives bauen. Und wir machen natürlich aus Rock 5 Stück. Die auch ruhig ganz nach oben, die wollen wir schnell haben. Wobei wir jetzt im Winter wahrscheinlich keine Bienen finden. Also, wenn wir die bis zum Frühling aufgebaut haben, reicht das vollkommen. Und ja, ich schaue mal eben, was unsere Armee macht. Die kriegen eine Dodging-Demonstration von Schumbock und von Nick. Also, die sind kräftig so nebenbei am Trainieren. Wäre natürlich so langsam schön. Miki kann nicht kochen. Warum können die nicht kochen? Da müsste doch genug Essen da sein. Ist die schon fertig? Kann doch eigentlich nicht. Dran vorbei. Tatsache, das ist alles leer. Vielleicht liegt da oben noch so viel drin. Aber wobei, ich habe auch nicht. Ja, doch, eigentlich habe ich ordentlich was gekauft. Warten wir noch mal eben ab. So, das sieht fertig aus hier. Nach oben, ja. Die letzten Gitter. Ich hoffe, ich habe genug gebaut. Aber eigentlich hatte ich ja gezählt. Sieht auch gut aus. Ja, schön. Dann ist das schon fast fertig. Brauchen wir nur noch die Mauer da fertig machen. Und das, bevor hier die ersten Krieger kommen. Goblins. Ich stelle. Oh nö. Wir könnten schon mal anfangen, eine Straße zu bauen. Dazu mache ich noch mal ein paar Blöcke. Denn bald werde ich auch mal, denke ich, versuchen, das Höhlensystem zu finden, ein bisschen außerhalb. Das eröffnet uns dann noch ein paar neue Möglichkeiten, was die Baumzucht und die Pflanzenzucht angeht. Da kommen wir dann aber drauf zurück, wenn es soweit ist. Ich glaube, wir haben dann jetzt gar nichts mehr zum Buddeln, ne? Wir wollen noch den neuen Miner trainieren. Können wir uns noch eine trauen, nach unten zu gehen? Ha! Oder machen wir hier erstmal noch ein bisschen Platz? Ich glaube, ich gehe noch einen. Mach einfach beides. Einen nach unten mit I für Stairs. Machen wir das schon mal. So. Und dann mit
Idee. Dip, 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 dip. So. Nach oben. Und hier könnten wir auch schon mal Tomes aushöhlen. Also. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie ich die mache. Ich versuche mal einfach was. Und zwar mache ich dann. Ja, wie groß sollte eine Schlafkammer sein? Eine Schlafkammer. Eine Schlafkammer führt sehr lange. Ich mache mal 5x5. So, da können unsere Adeligen dann drin hausen, wenn sie tot sind. 1, 2. Ich hoffe, das ist groß genug. Und machen wir die noch einen. Machen wir die noch zwei länger. 5x7. Ach, ist ungerade. 5x8. Ach, 5x10. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz für Schmuckstücke. Ich bin mir, also die wollen ja nachher immer tollere Gräber haben. Und dann macht man das am besten, indem man das füllt mit. Moment, habe ich jetzt 4? 4, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Macht man das am besten, indem man da wertvolle Objekte in die Gräber haut. Und dann können die ruhig ein bisschen Platz haben hier. Ist vielleicht besser. So erstmal. Ja, haben wir 4, also mehr als 4 brauchen wir vorerst, denke ich nicht. Wobei wir dann auch demnächst mal anfangen müssen zu planen mit größeren Wohnungen. Denn die wollen auch bessere Wohnungen haben. Und ich smooth mal hier den Stein nach. Das sieht ja schon echt schön da aus. Gut, für diese Folge würde ich sagen, haben wir viel geschafft. Und ich verabschiede mich für dieses Mal und sage bis zum nächsten Mal, euer Schumbock.